Fast überall in Deutschland gibt es seit Wochen größere Proteste und auch heute finden wieder Aktionen statt gegen Rechtsextremismus und für eine offene und demokratische Gesellschaft. Den Auftakt machte Bremen, wo sich nach Polizeiangaben mindestens 16.500 Menschen versammelt haben. Die Veranstalter sprachen sogar von 25.000 Teilnehmern. Weitere Kundgebungen gibt es heute in Lübeck, in Magdeburg, im thüringischen Sonneberg und an vielen anderen Orten. Ja, zum Beispiel auch in Marienberg in Sachsen, offenkundig mit Musik. Und dort steht für uns Susanne Blum. Susanne, wie viele Menschen sind denn dort bisher zur Demo gekommen? Also tatsächlich, die Musik ist gerade sehr laut, aber die Leute nehmen es auch gern an. Und vor einer halben Stunde noch war fast kein einziger hier auf dem Marktplatz, weil es wirklich seit Stunden in Strömen regnet. Aber man sieht es im Hintergrund, glaube ich, ganz gut. Es sind inzwischen doch viele gekommen. Ich würde schätzen, im dreistelligen Bereich auf alle Fälle. Es lässt sich immer so ein bisschen schwer andeuten, aber ich würde sagen, was zwischen 100 und 300 Leuten vielleicht, die hierher gekommen sind. Und das klingt natürlich gemessen an den großen Städten. Wenn wir aus Berlin hören, 150.000 Teilnehmer, in Dresden gestern 30.000 Teilnehmer, klingt so ein paar hundert natürlich relativ wenig. Aber man darf nicht vergessen, das ist hier eine Kleinstadt, hier in Marienberg liegen 17.000 Menschen. Und so eine Demo hat man hier noch nicht auf die Beine gestellt. Insofern ist es schon ein ordentlicher Erfolg für die Organisatoren. Wie lauten denn die Forderungen? Wir sehen jetzt natürlich viele Schirme. Es ist schwierig, ein Plakat zu halten bei dem Wetter. Aber was konntest du bisher schon so lesen? Ich habe tatsächlich vorhin gesehen, dass auch jemand auf dem Regenschirm einfach was draufgemalt hat. Aber ein paar Plakate sind dann doch dabei. Wir können hier zum Beispiel mal schauen, nie wieder ist jetzt. Das sehen wir ja in diesen Tagen immer wieder. Dahinter versteckt sich ein Plakat, da steht drauf, Kreuze machen, aber ohne Haken. Insofern wollen die Leute hier tatsächlich sagen, dass sie abrücken und gegen rechtsextreme Haltungen einstehen. Und man muss Marienberg auch mal so ein bisschen einordnen. Zur letzten Landtagswahl 2019 haben hier ungefähr die Leute gleich stark AfD und CDU gewählt. Aber zur Bundestagswahl 2021 lag die AfD schon deutlich davor. Und auch hier wird in diesem Jahr die Kommunal gewählt, das Europaparlament wird gewählt und natürlich im September die Landtagswahlen. Insofern machen sich die Menschen natürlich auch Sorgen, dass man hier extrem wählen könnte. Und wir wollen ja einfach mal nachfragen bei Raik Rea. Sie haben hier auf dem Schild stehen, meine Nationalität Mensch. Was wollen Sie damit zum Ausdruck bringen? Ich möchte mir zum Ausdruck bringen, dass wir alle gleich sind und dass wir auch, dass ich anregen möchte, auch, dass andere Menschen gleich behandeln. Und mein Ansinnen ist es eigentlich, zum Dialog aufzurufen, auch vielleicht auch Protestwähler zu erreichen. Das wäre sehr schön, dass Leute auch wieder ins Gespräch kommen. Das ist mir sehr wichtig. Vielen Dank, Herr Krea. Und gutes Durchhalten hier bei dem Wetter. Und wir wollen mal hier hintergehen. Auch Maria Schumann habe ich vorhin schon angesprochen, dass ich Sie kurz fragen kann. Was treibt Sie heute hierher? Also ich bin sehr froh, dass ich hierher, dass ich die Möglichkeit gekriegt habe, hierher zu kommen und einfach mein Gesicht zu zeigen und zu sehen, dass viele andere Leute, das ist wie eine kleine Befreiung für die Menschlichkeit hier in unserem Land, dass wir in den kleinen Orten auch zeigen können, wir sind da und wir sind demokratisch und wir sind menschlich und wir wollen, dass jeder Mensch hier ein Recht zu leben hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Also viele Leute wie Frau Schumann und Herr Krea sind hierher gekommen, trotz des schlechten Wetters, um ihre ganz klare Botschaft zu positionieren. Du hast es eben schon kurz angerissen. Rund 17.000 Einwohner hat Marienberg gerade mal. Warum ist es in so einer Stadt auch strukturell schwierig, überhaupt so eine Protestaktion auf die Beine zu stellen? Kam seine Antwort zurück. Naja, in den großen Städten hat man natürlich Erfahrungen mit großen Demos. Die stellt man manchmal innerhalb von wenigen Stunden auf die Beine. Aber hier in Marienberg ist man das einfach nicht gewöhnt. Und hier hat jemand das Zepter in die Hand genommen vor ein paar Tagen. Er ist zwar SPD-Stadtrat, hat aber gesagt, er möchte ausdrücklich, hat er gerade auch zur Eröffnung hier gesagt, er möchte ausdrücklich nicht, dass es hier in irgendeine Parteipolitik geht, sondern er möchte die breite gesellschaftliche Mitte repräsentieren. Und da muss ich halt erstmal jemanden finden in solchen kleinen Städten, der das tatsächlich in die Hand nimmt. Und der Organisator sagte mir vorhin noch, er sei gefragt worden von seinen Freunden auch im Vorfeld. Sag mal, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Traust du dich das wirklich? Weil, Frau Schumann hat es auch gerade angesprochen, man muss hier natürlich Gesicht zeigen. Und wenn nur 200, 300 Leute da sind, ist das was anderes, als wenn Zehntausende da sind. Ganz genau. Gibt es da auch Demonstrationsteilnehmerinnen und Teilnehmer, die wirklich Angst haben, ihre Meinung kundzutun?
Es stellte sich die Frage, was kann ich als Einzelperson... Ich kann natürlich jetzt nicht reinschauen jetzt in jeden Teilnehmer hier und vor allem auch nicht in diejenigen, die gar nicht erst hergekommen sind. Aber man hört natürlich immer schon wieder, dass es in Kleinstädten was ganz anderes ist. Wie gesagt, der Organisator wurde auch nach seinem Mut gefragt, diese Veranstaltung zu organisieren. Und wir haben es beispielsweise in Bautzen, das ist auch eine Kleinstadt in Ostsachsen, gesehen. Da wurde letzte Woche demonstriert. Da waren es etwa 1500 Teilnehmer. Und ein paar Tage nach dieser Demo gab es beispielsweise am Theater in Bautzen Hakenkreuzschmierereien, die wohl mutmaßlich auch zurückgehen auf diese Demo. Oder in Zittau, auch eine Kleinstadt in Sachsen, wurden die Teilnehmer nach einer solchen Demo, da wurde die Demo gleich mit dem Ende Hauptbahnhof angemeldet, damit die Polizei die Teilnehmer auch noch zum Bahnhof bringt und da nichts passiert. Insofern muss man sagen, ob die Leute Angst haben, das möchte ich nicht für jeden hier äußern, das weiß ich einfach nicht. Aber auf jeden Fall ist es was anderes, in so einer Kleinstadt auf die Straße zu gehen, als in den großen Städten. Und Sie sehen hier, die Leute wollen dieses Zeichen setzen. Und das auch sehr energisch. Susanne Blum, danke nach Marienberg. Enrico, aber auch unserem Freundeskreis danken, dass wir